Okay, let's go. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Auswanderer. Karl, alles fit? Moin Udo. Moin. Ah. Leo, alles gut? Ja, passt. Ja, schön. Du, was macht denn ihr mit dem Holz hier? Aufladen. Dann wegfahren. Ach, du hast deinen Frontlader hier drüben, stimmt. Jo. Jo, macht ihr zweites, dann würde ich drüben weiter pflügen. Ich wollte gleich kalken. Ja, aber ich brauche ja eine Weile zum. Hast du schon angefangen? Ich habe eine Bahn habe ich schon gezogen. Ach so. Ja, ich brauche ja eine Weile. Jo. Ich gebe mal Gas, ja. Mach das. Jo. Bis zum Mittag dann. Tschö. Jo. Jo. So, dann hopse ich mal gerade hier in den schönen Johnny rein. Ja, müssen wir ja. Weiter pflügen, ey. Naja, da vorne steht schon der Kalkstreuer. Aber wie gesagt, der braucht ja noch eine Weile. Falsch rum. Soll mal wenden. Fahren gerade ein Stück vor. Dann fahren wir mal hier weiter. Wir müssen das Feld fertig bekommen. Also wir müssen Gas geben im Ansäen, weil sonst wird es im Moment schwer mit Geld verdienen. Also wir haben zwar noch ein bisschen was auf der hohen Kante, aber das hebt natürlich nicht ewig. Gut. Also der Plan ist ja, dass wir uns hier schon so ein kleines, was sag ich mal, Kuh-Imperium aufbauen. Das hat ja der Jan, glaube ich, Udo letzte Woche noch gesagt, dass wir hier in Kühe und Milch machen wollen. Ich denke, das kriegen wir auch relativ zügig hin. Müssen natürlich erstmal die Flächen vorbereiten. Müssen Gras mähen und weiß es ich was. Ich weiß gar nicht, was die Kühe alles wollen. Silage, ein Fahrsilo brauchen wir wahrscheinlich zum Silage machen. Oder Mais, ich weiß gar nicht. Müssen wir mal besprechen. Dass wir hier uns einen kleinen Plan entwickeln. Können wir vielleicht nachher vor Mittag mal besprechen. Auf jeden Fall bin ich gleich fertig hier mit Pflügen. Dann können wir mal dran denken, nach dem Kalken oder Düngen ansäen. Und dann würde ich sagen, schauen wir weiter.
Fakt ist, ich bin jetzt hier gleich mal fertig. So. Ich stelle den einfach mal hier hin. So, gucken. Achso, klick dir den. Runterlassen. Nee. So. Gut, warte mal. Stell ich den gerade mal ab, dann gehe ich mal zum Udo. Servus! Moin! Oh, was machst denn du jetzt? Stämme aufladen. Ah, hast du eine neue Zange gekauft oder was? Jo. Oh ja. Ah, ihr wollt zu zweit aufladen oder wie? Jo. Was soll ich denn jetzt machen? Hast du nichts mehr zu tun? Nö, gepflügt ist. Guck mal, ob das Feld vielleicht Kalk oder so braucht oder. Ich dachte, das wollte Leo machen. Und wenn Leo das machen will, dann tauscht Trecker. Leo? Leo? Hä? Bisschen. Wie schaut's aus? Ja, ich kann ruhig kalken. Ja, dann helfe ich dem hier ein bisschen mit verladen. Ja, gut. Gut. Das Schmuckstück. Ja, warte, da ist ein. Ja, das sind ja einige Stämmchen hier. Udo! Udo! Udo bin ich! Ja, Mikrofon. Ja, so. Hast du ein neues Funkgerät? Nee, geht glaube ich. Ist nur mal Standardrauschen. Hast du nicht einen Stammer hochgeladen? Was ist los? Bei mir hast du keinen Stamm drin. Abgeladen gerade. Ist bei mir gar nicht da. Lol. Oh, lol. Was ist bei mir passiert denn? Aber komm. Meine Gabel ist kaputt. Deine? Ja, ich will nicht mehr zugehen. Meine hatte gerade auch ein bisschen einen Spacken. Meine biegt sich irgendwie so weit, ich weiß gar nicht warum. War das bei dir auch? Ja, hat die so. So weit normal nicht. So weit geht die normal nicht. Ich glaube, das liegt an dem Frontlader. Ja, keine Ahnung. Haben wir eigentlich irgendwas, um die Baumstümpfe wegzumachen? Nee. Muss man auch noch irgendwie organisieren, ne? Mhm.
Hey, hast du ordentliches Chaos hier angerichtet? Oh, so ist er nun mal. Mal gucken, ob ich den da rauskriege. Oh, der Axel und der zieht aber trotzdem durch hier. Oder was ist das? Jo, Axion. Arion. Ne. So ein kleiner. Uiuiui. Kannst du mal gerade hier den Stamm wegmachen? Warte. Warte noch kurz. Jetzt kannst du. Ich gehe wieder, steige lieber wieder ein. Jo, passt, danke. Jo. Was pflanzt man denn an auf dem Feld? Hafer. Warum? Und Stroh bringt viel Geld. Ah. Aber wir wollen doch Kühe machen. Ja? Ja, was machen wir denn? Da brauchen wir auch Futter. Was brauchen wir denn da? Silage, also Milchfutter. Und Stroh halt. Silage oder Milchfutter? Ist das nicht zwei, was unterschiedliches? Ja, es was unterschiedliches. Brauchst aber Silage, um Milchfutter herzustellen. Geht es so einfach? Brauchst Silage, Heu und Stroh. Dann kannst du Milchfutter herstellen. Mann, was mache ich denn hier? Okay, wie kriegen wir Silage? Wiese mähen und ins Fahrsilo kippen und dann verdichten. Okay, haben wir aber noch nicht. Nee. Ja. Warte mal kurz. Oh, jetzt. Okay. Der ist eigentlich drin. Weiß nicht, woran der hängt. Ist komisch, ich sehe auch nicht alle. Anhänger ist jetzt auch gleich voll. Was? Vorne. Ich sehe nichts. Einer hier hängt ein bisschen. Bei mir nicht. Also bei mir nicht voll. Ups, das war ja toll. So, was soll ich denn jetzt ansehen? Hafer würde ich sagen, oder? Ja, Hafer oder Mais. Aber Stroh brauchen wir ja auch, dann mach Hafer. Jo, mach ich. Oh Mist, ey. Was soll denn das? Also du Udo. Jo. Ich glaube, du musst mal den Anhänger wegfahren. Bei mir ist der leer. Aber ich weiß gar nicht, wo kommt denn das Holz hin? Oh, weiß ich nicht. Natürlich auch nicht. Kam das nicht vorne zu den Schildern? Nee. Muss zum Sägewerk, oder nicht? Wo ist denn das? Ja, wieso ich nicht? Müssen wir jetzt bauen, wo? Keine Ahnung, ob die Regierung das macht. Wir können uns ja nachher mal in der Pause informieren. Ist das wirklich voll bei dir? Nee, es passt noch was. Ich habe die Stämme mal runtergedrückt. Aber bei mir ist da fast leer.
Locker easy hier. Da hinten liegt auch noch einer. Boah. Und unter dem komischen schwarzen Anhänger ist auch noch einer. Oder? Hä? Na doch. Hier ist da keiner. Hä, lol. Wo? Da im schwarzen Anhänger. Da ist bei mir einer. Und hier, wo ich jetzt gerade bin, eigentlich auch. Die Bäume sind verbuggt. Ja, das sind Zauberbäume. Jetzt habe ich ihn. Doch nicht. Och Mensch. Egal. Ja, hast du da einen drüber geschmissen? Nee, den habe ich abgeschnitten. Ah. Schnicki, schnappi, abi. Muss, glaube ich, nicht so kurz machen, oder? Sonst hängt der vorne hoch. Ach so. Ja, komisch. Tun sie bei mir trotzdem. Oh, was machen wir denn eigentlich da hin auf die Fläche? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hätte auf jeden Fall Bock, ein bisschen was zu essen. Ja, ich such. Kleines Päuschen muss sein, oder? Ja. Fahr mal her mit deiner Kiste. Stell die mal daneben. Moment. Ey, Leo! Bist du fertig? Nee, ich bin noch nicht fertig. Mit Ansehen meine ich. Ja, Ansehen ja. Muss nur noch einmal gedüngt werden. Jo, mach mal Pause erst hier. Jo. Gut, in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut bei Dark RaceX YouTube vorbei. Hier bei Varuna LP. Und bis Samstag. Tschüss. Tschüss. Ja, ein Brötchen. Danke. Guten. Leo, hier auch eins für dich in der Tüte.